Magister Vaudin, ich bin Amicia Derun. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern, und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Hey du. Willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen das hier. Und suchen eine Blume. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Bin gespannt, was uns dahinter erwartet. Alles klar. Bist du bereit? Ja, gehen wir. War das vorher nicht gesperrt? Oder beim letzten Mal, als wir hier auf dem Markt waren?
faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich, ist klar. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt. Zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Okay. Wo sollen wir denn bitte da hin? Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube... Ja. Hier lang, Amicia. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Hat ja schon mal gut funktioniert. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Nicht nachdenken und nicht atmen. Nein, nein, nein. Oh, das hat sie geschickter gemacht. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Vielleicht kommen die Ratten wieder. Oh. Wir stellen mal ein bisschen was her. Dass wir da wieder ein bisschen was mitnehmen können. Der Karren steht im Weg. Oh, was ist das? Achso, der Karren. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, nein! Was ist das? Oh nein, nein! Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Hörst du das? Wo ist das nächste? Immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Ach so, Topf und... Okay, wo geht's hier Sie weiter? Doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Wo ist der? Ah, da. Halt, wenn nämlich das ist
brauchen wir vielleicht noch mal. Das reicht. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Himmel. Sie sind überall. Wo wollen wir hiermit hin? Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Jetzt das Feuer. Das können wir ausschießen. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los! Geht das aus? Das ist nichts, das dauert jetzt wieder ein bisschen lange. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen... Nein. Tasten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Müssen wir nicht auch irgendwann wieder zurück? Halt. Okay, da ist ein Messer. Das brauchen wir nicht, weil wir noch eins haben. Also können wir ganz entspannt hier nach unten gehen. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Ach toll. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Ja. Warum hat er angegriffen? Morden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Lass doch! Scheiße! Das hat sich wohl erledigt. Uns mal. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu, du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Fertig. Machen davon noch ein paar. Die Fackel um. Naja, ich weiß. Mist! Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja,
War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Ist hier drin irgendwas, was wir... Nein, nichts drin. Brauchen wir hier noch ein bisschen was? Das ist sonst nicht zur Bewerkstelligen. Nein. Auf ein neues. Ich hab noch drei erwischt. Haben Sie es ganz schön gewehrt? Ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh nein. Okay. Oh Gott. Das war so knapp. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie? Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu, du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Fertig. Extinguis, alles klar. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, so. Aber trotzdem... Auf Neues. Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Schnellstlich. Mistviecher scheint mit. Oh, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Miss Wolf verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Hätten wir auch das anders machen können? Ach so, jetzt hier schnell rennen. Wenn die gerade mal ein bisschen beschäftigt sind, die kleinen Kerle. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Wir möchten gern dahin. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Wodan. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schluss aus, fertig. Bleibt mir vom Land klar. Doof, wir werden gleich sterben. Oh nein! Ja. Ich möchte gerne das, was da drin ist. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Das war doof. Halt. Ein Geräusch. Überdrückt.
Okay. Wir versuchen einmal, das hier zu holen. Was ist das denn? Wieso? Was ist das? Wir gehen gleich weiter und... Warum klingt das? Dazu. Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann viel Glück. Ja, echt unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter. Ach so, halt. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Schaffen wir? Schaffen wir. Puh, ja. Geschafft. Gut gemacht. So. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. Okay. An dieser Stelle hier machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich ständig für deine Aufmerksamkeit. Und hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Bye. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Das sollten wir unbedingt ausnutzen.